Sorry. Strah malý kvůr, to ukázal. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة. Wir machen weiter إن شاء الله تعالى beim Punkt 4.9. Wir haben zuletzt uns angeschaut, welche Harf sind bei den uthmanischen Mushaf noch übrig geblieben, und nun schauen wir uns zusammenfassend die Weisheiten der sieben Harf an. Die Weisheit der sieben Harf. Erstens, die Erlaubnis, den Koran auf verschiedene Arten und Weisen lesen zu dürfen, ist eine Erleichterung vom Herrn der Welten und eine Gnade von ihm. Die beiden folgenden Hadithe sind klare Belege hierfür. Ubay ibn Ka'b sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam traf Jibril und sagte: O Jibril, ich werde gesandt zu einer Gemeinde von Menschen, die des Lesens und Schreibens unkundig sind. Unter ihnen sind alte Frauen, alte Männer, kleine Jungen und Mädchen und Leute, die niemals ein Buch gelesen haben. Er sagte: O Muhammad, wahrlich, der Koran wurde in sieben Harf herabgesandt. Der zweite Hadith ist ebenfalls von Ubay ibn Ka'b und wurde schon erwähnt. Jeder arabische Stamm hat seinen eigenen Wortschatz und seine charakteristische Aussprache. Dies nicht zu berücksichtigen, wäre eine Erschwernis gewesen. Unterschiedliche arabische Dialekte gab es damals und gibt es heute noch. Wenn heutzutage von einem Araber aus Ägypten verlangt würde, jemenitisches Arabisch zu sprechen, würde ihm dies äußerst schwerfallen. Dies war schon damals so. Hätte man beispielsweise von einem Araber, der alle Elif als Ä ausspricht, verlangt, beim Koranlesen ein Elif als Imala auszusprechen, das heißt fast wie ein E, hätte ihm dies große Schwierigkeiten bereitet. Dasselbe gilt für viele andere Beispiele aus den Qira'at. Allah sagt: Und wir haben keinen Gesandten gesandt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen die Botschaft klar macht. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam war zwar ein Gesandter für alle Menschen, jedoch wurde er unmittelbar zu den Arabern gesandt, weshalb der Koran auf Arabisch offenbart wurde. Hiernach ist es die Aufgabe der Muslime, den Islam allen nicht-arabischen Völkern zu verkünden. Weiterhin sagt Allah: Und wir haben den Koran ja leicht für den Dhikr gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Das Wort Dhikr bedeutet bedenken, lesen oder auswendig lernen. Zweitens, es werden Gesetze verdeutlicht. Als Beispiel dafür kann die Shadh Qira'a von Abu Sa'id Sa'd ibn Malik al-Khudri ibn Abi Waqqas dienen. Durch die Hinzufügung von in dieser Ayah, die Erbschaftsregelung behandelt, wird näher definiert, um was für ein Geschwister es sich handelt, nämlich einen Bruder bzw. eine Schwester mütterlicherseits. Auch wenn diese Überlieferung nicht authentisch ist, waren sich die Sahaba darüber doch einig. Ja, also in diesem Zusammenhang sehen wir jetzt eine neue Thematik, und zwar die verschiedenen Lesarten haben auch einen erklärenden Charakter. Das heißt, manchmal durch eine Lesart verstehe ich dadurch eine andere noch besser. Ähnlich wie ein Hadith, durch den ich einen anderen Hadith verstehe ich ihn besser. Und das Beispiel haben wir hier aus Surat al-Nisa, Vers 12, in dem Allah subhanahu wa ta'ala, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Vers Nummer 12, Surat al-Nisa, werden Erbgesetze besprochen. Und es geht um einen Fall, in dem
wie heißt es, jemand verstirbt und dann hat er keinen, hinterlässt weder einen Vater noch hinterlässt er ein Kind, weder Vater noch Kind. Und das gleiche gilt für eine Frau, die verstirbt und weder Vater noch Kind hinterlässt, allerdings einen Bruder oder Schwester. Einen Bruder oder eine Schwester. Und dann heißt es, dann erhält jeder von ihnen beiden ein Sechstel. Aber die Frage ist, was ist mit diesem Bruder und dieser Schwester hier gemeint? Ist das ein Vollbruder und eine Vollschwester? Das heißt, die haben beide die gleichen Eltern. Oder ist damit eventuell ein Halbbruder, eine Halbschwester gemeint? Und die Antwort lautet, hier ist gemeint, ein Halbbruder mütterlicherseits und eine Halbschwester mütterlicherseits. Woher wissen wir das? Das wissen wir durch den Ijma', aber auch durch eine Shahad-Qira'ah, in der es heißt, nicht nur Walahu Ach, der Verstorbene hat einen Bruder oder eine Schwester, dann kommt hier noch zwei Wörter zu Min-Um, von einer Mutter. Von einer Mutter, das heißt mütterlicherseits. Also sie haben nicht den gleichen Vater. Deswegen bezieht sich dieser Teil von Surat An-Nisa auf die Geschwister mütterlicherseits. Im Gegensatz zum letzten Vers in Surat An-Nisa, wo das ähnlich vorkommt, wenn wir uns den letzten Vers in Surat An-Nisa uns anschauen, dort haben wir hier haben wir zum Beispiel, wie heißt es, hier wird eine Schwester erwähnt und hier ist die Vollschwester damit gemeint. Ja, das heißt, den gleichen Bruder, den gleichen Vater, die gleiche Mutter wie der Verstorbene hat. Da woher wissen wir das? Durch eben, beim ersten Fall durch den Ijma' und durch die Qira'ah, wie wir gesagt haben. Und zweite, durch die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, hier haben wir die Fuqaha, rahimahumullah ta'ala, bevor wir uns das Beispiel anschauen, die Fuqaha sind unterschiedlicher Meinung über folgenden Sachverhalt. Wenn eine Frau ihre Regelblutung gehabt hat, diese Regelblutung zu Ende ist, darf sie dann mit ihrem Ehemann, darf sie dann ihrem Ehemann wieder intim werden, bevor sie den Russel vollzogen hat oder erst danach? Das ist ein Unterschied zwischen der Mehrheit der Gelehrten und der Hanafiya. Die Hanafiya sagt, es reicht aus, wenn ihre Blutung vorbei ist. Sie muss nicht erst den Russel noch vollziehen. Und die Mehrheit der Ulama sagen was? Die sagen, sie muss den Russel vollzogen haben, nachdem die Menstruation fertig ist. Und es gibt eine Lösung dafür, warum die Ansicht der Mehrheit der Wahrheit, Wallahu A'lam, näher ist, aufgrund einer Qira'ah, aufgrund einer anderen Lesart. Das schauen wir uns jetzt an. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, heißt, übersetzt auf Deutsch, nähert euch den Frauen nicht. Das Nähern ist natürlich eine Umschreibung des Geschlechtsverkehrs. Nähert euch den Frauen nicht, bis sie rein geworden sind. Bis sie rein geworden sind. Imam Abu Hanifa rahimahullah sagte, da Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, bis sie rein geworden sind, muss das rechtliche Urteil über die Intimität vor der Reinheit anders sein als nach der Reinheit. Weil sonst sagt er, macht die Grenze keinen Sinn. Dass wenn sie vorher haram war, dann muss sie danach halal sein. Oder? Ganz einfach.
hat der Turm. Die Mehrheit der Ulama stützt sich auf zwei Angelegenheiten. Eine davon ist die hier erwähnte. Allah tabarak ta'ala sagte zwar, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرْن, nähert euch ihnen nicht, bis sie rein geworden sind. Aber in einer anderen Mutawatir-Qira'a heißt es hier, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ. يَطَّهَّرْن. Und يَطَّهَّرْن heißt يَغْتَسِلْن. يَغْتَسِلْنَ kommt vom Verb غَسَلَ. Das heißt, den Rüssel vollzogen haben. Das heißt, nähert euch ihnen nicht, bis sie den Rüssel vollzogen haben. Das sind Beispiele für den Einfluss der Lesarten auf die verschiedenen rechtlichen Bestimmungen. Und deswegen sagen wir, zusammenfassend müssen zwei Sachen vorausgehen. Einmal, dass die Menstruation zu Ende ist und zweitens, dass der Rüssel stattgefunden hat. Wallahu a'lam. Vierter Punkt. Diejenigen, die die Unterschiede der Qiraat lernen, weitergeben, werden zusätzlich belohnt. Fünftens, Allah zeigt den Menschen... Aber dieser Punkt, den lesen wir so schnell hinweg. Aber ich denke, wallahu a'lam, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Also warum beschäftigt sich jemand mit den Lesarten des Koran Karim und sagt und möchte das so lesen und so lesen, so lesen? Das alles sind doch die besten Möglichkeiten, Allahs zu gedenken. Was gibt es denn Wertvolleres, als Allahs zu gedenken? Was gibt es denn bessere Form, Allah zu gedenken, als durch das Lesen des Koran Karim? Ja? Und das Koran Karim und die Lesarten und Tajweed und auch natürlich Tafsir und alle Sachen, alles bringt den Menschen dazu, sich mit den Worten Allahs zu beschäftigen. Und deswegen wenn Allah Azza wa Jal dir die Tür geöffnet hat, dass du durch das Lesen des Koran dich Allah näherst, dann mach das. Manche Menschen haben ihr ganzes Leben damit verbracht. Und wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala dir die Tür öffnet, dass du viel fastest, dann mach das. Manche Leute, die fällt das ganz schwer zu fasten. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir die Möglichkeit gibt, dass du viel betest und wenn du nur wenig Koran liest, dann mach das. Nicht jeder Mensch kann stundenlang Gebet verbringen. Qiraat ist eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, um sich viel mit dem Buch Allahs azza wa jalla zu beschäftigen. Und wo willst du, sag mir, billahi alaik, wie wirst du schneller Hasanat bekommen können, als durch das Lesen des Koran Karim? Was? Yani wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir verspricht für das Lesen, für jedes Wort eine Hasana und dann zehnfache sogar dazu, weil du die Hasanat werden verzehnfacht, richtig oder nicht? Also 10 Hasanat. Und was ist eine Hasana? Das ist eine gute Tat gemacht, richtig? Dann welche gute Tat? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Yani, aber du wirst sicherlich nichts Besseres und Wertvolleres machen können als das. Und wenn du es dann noch kombinierst mit der Salah, umso schöner. Im Fard Salah, umso besser. Im Nafila Salah bei Nacht, super. Tamam? Entscheidend ist, diejenigen Menschen, die Allahs viel gedenken, das sind die, die Allah belohnt hat, gelobt hat. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Diejenigen Männer und Frauen, die Allahs viel gedenken, Allah hat für sie Vergebung vorbereitet, weil sie haben auch Sünden, auch Fehler, aber diese Sachen sind vergessen, und für sie gewaltige Belohnung vorbereitet. Ja? Und damit diese Sache auch, dass man Allahs gedenkt, häufig gedenkt, nicht eine Sache ist, die utopisch ist, ja, irgendwo, das macht der Prophet, machen Abu Huraira und so. Nein, nein. Weißt du, auch in der heutigen Zeit gab es Menschen, die gesagt haben, ich werde, Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit weniger Dhikr antreffen als Abu Huraira, radiallahu anhu. Und der Tag hat 24 Stunden. Darum hat die Menschen schlafen alle mehr oder weniger gleich viel. Also jeder braucht seine Zeit. Und die 5 Gebete machen auch viele. Ich meine, muss jeder Muslim machen, Mensch. Ja? Muss jeder machen. Jetzt arbeite an der Qualität
wenn du jetzt, wie heißt es, ein paar Stunden am Tag verbringst mit dem Gedenken Allahs Azza wa Jal, habe ich keinen Zweifel, dass du zu den Menschen gehörst, die Allahs viel gedenken. Natürlich gibt es dann Menschen, die, deren Zunge gar nicht aufhört, sich zu bewegen. Ja? Die gar nicht aufhört, sich zu bewegen, wie es in manchen Überlieferungen heißt. Aber wenn du nicht das volle Paket bekommen kannst, dann mach wenigstens einen Teil davon. Aber besonders der Freitag. Der Freitag, den sehr wenige Leute leider ausnutzen, um ihn zu einem Festtag zu machen, im Sinne von, dass man sich in den Tag für Allah tabarak ta'ala Zeit nimmt und frei nimmt. Das natürlich arbeitest du auch an der Qualität. Du machst dicker, aber auch an der Qualität. An der Qualität, dass du die richtige Zeit wählst, die richtigen Worte wählst. Der Prophet alayhi salatu wassalam, ihr kennt den Hadith, als er einmal Juwayriya nach dem Gebet eine Stunde lang alleine gelassen hat und dann kam er zurück und sie war immer noch am Dhikr machen. Und sagt, was hast du? Und hat gesagt, befindest du dich immer noch im gleichen Zustand? Und sagte sie, ja. Und sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ich kenne ein Wort, wenn du es gesprochen hättest, wäre das wertvoller oder genauso wertvoll gewesen, wie das alles, was du gemacht hast. Ja? Subhanallah, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Das ist ein Hadith. Da schon vor die Worte Allahs Azza wa Jal. Deswegen die Qiraat, dieser Punkt, diejenigen, die die Unterschiede der Qiraat lernen, bewahren, weitergeben, werden zusätzlich belohnt. Also sie beschäftigen sich ständig mit den Worten Allahs Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala benutzt sie, verwendet diese Menschen, instrumentalisiert sie im positiven Sinne, um sein Buch zu bewahren, subhanahu wa ta'ala. Sie sagen dir, du musst hier sagen, und nicht Du musst hier sagen, yu'minu und nicht yu'minu. Ja, sie achten da auf kleinste Feinheiten. Was meinst du, was sie zu erwarten haben bei Allah? Ähnlich wie jemand, der baut ein Haus für Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala in Jannah baut dir ein Haus. Aber du weißt, das Haus ist schöner als das Haus. Richtig? Und ein, wie wir immer sagen, ist ein schöner Hinweis darauf, dass du zu den Paradiesbewohnern gehören wirst. Also das ist nicht dein Haus. Und derjenige Mensch, der die Worte Allahs, also die Worte Allahs, hier reden wir über Göttliches. Wir reden jetzt nicht mehr über etwas Weltliches, ein Haus, Stein, was weiß ich. Nein, über die Worte Allahs, also das Göttliche, was er uns gegeben hat, das Wertvolle, das ewige Wort Allahs Azza wa Jal. Und diese Worte, subhanahu wa ta'ala, sich damit zu beschäftigen, das heißt, beschäftige ich mit Allah, tabaraka wa ta'ala. War deswegen nicht unterschätzen, wenn jemand sagt, er möchte Tajweed lernen, er möchte Qiraat lernen, er möchte. Ja, sicherlich gibt es Wichtigeres als, die Qalqala genau auszusprechen. Es gibt Wichtigeres. Aber wir gehen mal davon aus, dass der Muslim die wichtigen Sachen in seinem Leben erfüllt. Und darüber hinaus, wer ist derjenige, der alle Tore des Paradieses betreten wird? Wer ist derjenige, der da. Das sind nicht alle Menschen. Und deswegen versuchst du das zu machen, durch das Tor zu gehen, das Allah dir geöffnet hat. Und wenn es das Koran ist, der Koran ist, und das die Lesarten sind oder der Tajweed ist, alhamdulillah. Und wenn es was anderes, dann was anderes. Und die Umma braucht all diese Dinge. Die Umma braucht auf jeden Fall das Wichtigste, braucht Spezialisten und keine halben Leute, halben Spezialisten. Wir brauchen in jedem Gebiet Leute, die da sich super auskennen. So, wenn man sie fragt, sie einem helfen können, sie einem was beibringen können. Sie gelehrt sind auf diesem Gebiet. Und vergiss diese Sache mit Allround-Talent. Ja? Also im Islam, das gibt es sehr wenige und hat es früher gegeben. Heute gibt es das fast gar nicht mehr, dass jemand in allen Disziplinen da bewandert ist und spezialisiert ist und perfekt ist. Das ist eine Wunschvorstellung, die ist sehr, 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 sehr. Auch die ganz großen, bekannten Imame, die haben ihre Schwerpunkte, wo sie sich spezialisiert haben. Ja, der Tag hat auch nur 24 Stunden, auch für die anderen. Fünftens. Allah zeigt den Menschen die besondere Stellung der Anhänger des Gesandten Mohammed sallallahu alaihi wasallam im Vergleich zu allen anderen Gemeinschaften der Propheten. Denn wie bereits erwähnt, wurde einzig der Koran in 7 Harf herabgesandt und die vorherigen Schriften nur in einem einzigen. Sechstens. Durch die verschiedenen in den Koran aufgenommenen Dialekte wurden die Herzen der Araber vereint, denn jeder liest die Worte Allahs in dem ihm bekannten Dialekt.
So wird vermieden, dass die einen in ihren Herzen Neid und Überheblichkeit gegenüber denjenigen empfinden, in deren Dialekt der Koran herabgesandt wurde. Und deswegen, das ist auch eine der Angelegenheiten, durch die Allah Azza wa Jalla die Menschheit herausgefordert hat. Als er sagte, sollen sie doch einen Koran hervorbringen, wie diesen. Ja, und sollen sie ihre Götzen zur Hilfe beirufen und das machen. Und nach dem ganzen Koran, wie in Surat al-Isra, dann hieß es nur 10 Sura, nur eine Sura, wie in Surat al-Baqarah. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Okay? Bringt doch nur eine Sura hervor, wie die Suren des Koran. Die Suren des Koran beinhalten nicht nur das sprachliche Wunder, sondern auch die Rhetorik, das gehört auch dazu, und auch die Dialekte der Araber. Ja? Wer kennt das? Wer kennt das, der an einer Stelle aufwächst? Also seid mal realistisch. Wer kann, der in einer Stelle aufwächst, die Dialekte alle sprechen? Ja? Wer kann gleichzeitig die ganzen Deutschdialekte sprechen, ohne dass er diese Menschen das von ihnen gelernt hat? Ja? Also wenn jemand heutzutage verschiedene englische Dialekte spricht, das gibt es, diese Menschen, die das können. Ja? Perfekt, nicht perfekt, weiß ich, ich kann Ihnen nicht viel dazu sagen, aber dadurch, dass er es eben gelernt hat, dass er mit ihnen gelebt hat, sehr schön. Aber als Offenbarung von Allah Azza wa Jalla, als jemand, der in Mekka lebt, tamam, und die Sprache der Quraysh spricht und plötzlich kann auch die anderen Dialekte sprechen, ohne Fehler dabei zu machen beim Lesen des Koran, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, woher kommt das? Diese Sache gehört zu der Herausforderung. Als die Scheinpropheten damals Verse geschrieben haben, erfunden haben, da haben sie viele Sachen nicht berücksichtigt, die im Koran drin sind. Und unter anderem die Lesarten des Koran kenne ich. Da war überhaupt nichts von diesen Sachen. Da, wo ist die Ähnlichkeit dann? Weiter? Ja. Ich würde sagen, machen wir Stopp an dieser Stelle. Weil bis Viertel nachts eigentlich der nächste Unterricht. Und wir sind eigentlich gut in der Zeit. Gibt es von eurer Seite, barakallahu fikum, warte mal, wie viele Punkte sind es noch hier, dass ich nichts falsch sage? Nein, lesen wir noch den Abschnitt zu Ende, ne? Macht Sinn. Mach mal, siebtens. Siebtens, dadurch, dass der Koran in verschiedenen arabischen Dialekten herabgesandt wurde, ihn an die nächste Generation weiterzugeben. Achtens, die Araber lernen zudem dadurch andere Dialekte, Begriffe und Ausdrucksweisen kennen und erweitern ihren Wortschatz. Neuntens, die Harf sind ein weiterer Grund dafür, dass es den Menschen niemals gelingen wird, ein Buch hervorzubringen, das dem Koran auch nur annähernd ähnelt. Allah sagt, sag, wenn sich die Menschen und die Dschinn zusammentäten, um etwas herbeizubringen, was diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen bei, auch wenn sie einander Beistand leisten würden. Mit Sicherheit gibt es noch weitere Weisheiten, bekannte und unbekannte. Handelt es sich doch um die Worte Allahs, des Allweisen. Na, jazakallah khair. Dann sind wir hier mit dem vierten Kapitel fertig. Und dann kommen wir zu dem fünften Kapitel, wo es tatsächlich um die einzelnen, um ein paar Fachdefinitionen der Lesarten geht. Das heißt, jetzt haben wir sozusagen die Geschichte abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur heutigen Gegenwart und wollen uns ein bisschen einlesen in, wie wenn jemand sozusagen sich beschäftigen möchte, jetzt lernen möchte, was sind Lesarten. Da gibt es bestimmte Definitionen, bestimmte Sachen, die er verstehen muss, damit er inshallah auch die Bücher der Ulama versteht. Und wie heißen diese Qira'at? Und was sind ein paar Eigenschaften von denen? Was sind authentische und nicht authentische? Weil ich möchte ja wissen, jemand sagt mir zum Beispiel, das ist eine Lesart so und so. Ja, aber ist es eine der authentischen oder nicht? Das wollen wir jetzt dir beibringen, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Gibt es von eurer Seite, barakallahu fikum, irgendwelche Fragen? Bevor wir die Frage nehmen, ihr bekommt gleich den Link für die Teilnahmebestätigung
falls jemand also ein Zertifikat haben möchte, dass er am Seminar teilgenommen hat, dann kann er das ausfüllen. Und morgen, inshallah ta'ala, wie wir gewohnt sind, Vormittag irgendwann, ich kriege den Link, falls jemand auch diese Online-Überprüfung mitmachen möchte. So, jetzt müsst ihr es jetzt bekommen. Angekommen? Nein. Bitteschön. Bezüglich der Riwaya von Hafs, dürfte man anstatt bei Salat mit dem Saad das Sin wählen, bei Fatiha beispielsweise? Okay. Der Bruder fragt, dürfte man bei Lesart Hafs ein Asim bei dem Wort As-Sirat, bei der Fatiha, statt dem Saad ein Sin lesen? Antwort lautet nein. Also bei ihm ist nur Saad. Könnte man machen, aber dann wäre es nicht Hafs, sondern eine Kombination aus Qunbul und Hafs. Richtig. Ja. Ich habe eine Frage, was ich irgendwas erwähnt habe wegen der Menstruation. Bisschen lauter. Wegen der Menstruation der Frauen, was du erwähnt hast. Kannst du runter machen, damit wir dich hören können. Ja, genau. Und danach wieder hoch machen. Ja, genau. Du sagtest, ich bin die wieder. Ich habe das nicht vorhin mitgekriegt, was du gesagt hast. Ja. Wenn die Menstruation der Frau vorbei ist, dann muss sie erst den Russel vollziehen und erst nach dem Russel darf der Mann wieder mit ihr intim werden. Was ist, wenn kein Wasser da ist, um Russel zu machen? Das ist mir dann nicht in den Kopf gegangen. Was macht man dann? Wenn kein Wasser da ist, Russel machen, macht Thermo. Alles okay. Weil der Thermo ist der Ersatz für Russel und auch der Ersatz für Wudu. Okay, ich dachte, sonst müsste der Mann wieder ins Zölibat gehen. Das war fair. Schön. Und zwar sind sich die Gelehrten darüber einig, dass man aus Schad Qiraat Ahkam ableiten darf? Ich weiß nicht, ob sie sich einig sind darüber, aber muss nur vorsichtig, also die Frage lautet, sind die Gelehrten sich darüber einig, dass man aus Schad Qiraat Ahkam ableiten darf? Ja? Ich bin vorsichtig zu sagen, ja oder nein, weil Schad Qiraat beinhaltet alles, was nicht Mutawatir ist. Alles, was nicht auch, also die Kriterien vom Koran erfüllt, dass wir sagen, das ist Koran. Tamam? Und darunter fallen auch Sachen, die schwach überliefert sind. Okay? Vor allem, was nicht authentisch überliefert ist, über eine bestimmte Person, kannst du es ihm nicht zuschreiben. Tamam? Aber es kann trotzdem sein, dass ich davon sprachlich profitiere. Kann trotzdem sein. Ja? Und das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, darunter fallen auch Sahih-Überlieferungen. Tamam? Und die sind weil es ist offensichtlich ähnlich wie die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Warum soll ich eine Shad Qira'a ablehnen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelesen hat, aber wie heißt es, sie ist authentisch überliefert, aber sie ist nicht mutawatir uns überliefert worden. Ja? Ich lehne ja auch keinen Hadith aus Sahih al-Bukhari ab, der nicht mutawatir ist. Verstehst du? Beim Koran al-Karim, es als Koran zu bezeichnen, hat bestimmte Voraussetzungen. Wenn wir sehen, inshallah, welche Voraussetzungen das sind, die Übereinstimmung, die Authentizität natürlich, die Übereinstimmung mit der Sprache und die Übereinstimmung mit einem der Mushafs, der von Uthman. Gibt es noch andere Fragen? Nichts mehr? Dann inshallah ta'ala, laut Plan, denke ich, sehen wir uns wieder später. Also nach Maghrib wahrscheinlich wieder. Nach Maghrib.